Hallo miteinander. Ich möchte euch heute noch mal ein bisschen was zu meinem aktuellen Artikel über die Weltrekorde in der Unterwasser erzählen, ein bisschen was ergänzen. Das ist immer so die Frage, wenn man diese Videos anschaut, warum jubeln die nicht gleich? Warum freuen die sich nicht gleich? Das liegt einfach daran, dass man bestimmtem Protokoll folgen muss. Das bedeutet, nach dem Auftauchen versuchen die Athleten immer sehr schnell sehr viel zu atmen. Sie machen etwas, das nennt sich Hook Breathing, aktives Einatmen. Weil man einfach weiß, dass das sehr viel schneller den Sauerstoff ins Blut löst. Und danach beginnen die ihr Protokoll. Und bei dem Protokoll geht es darum, eine Maske oder eine Nasenklammer oder was auch immer im Gesicht ist, zunächst zu entfernen. Meistens ist es die Maske nach oben, dann ein Okay-Zeichen zu formen und zu sagen, I'm okay. Das Ganze geht relativ schnell. Ja? Nur wenn man jetzt einen sehr, sehr langen, sehr ausgeprägten Tauchgang hinter sich hat und egal ob bei Wettkampf oder Rekord, kommen die Leute oft an ihr Limit und dann fallen sogar solche Sachen eher etwas schwer. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Zeitfenster, wo sie das tun dürfen. Und zwar müssen sie das innerhalb von 15 Sekunden tun. Der schlaue Athlet, der ist sehr lange am Atmen. Atmen, 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 atmen. Wird oftmals auch noch mal von seinem Coach, der neben ihm steht, daran erinnert. Der dann sagt, okay, atmen, 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 atmen. Jetzt die Maske hoch. Jetzt das Okay-Zeichen geben und sagen, I'm okay. Und dann haben die nochmal insgesamt 30 Sekunden nach dem Auftauchen, erst dann gibt es die weiße, gelbe oder rote Karte. Eine weiße Karte für einen gültigen Versuch, eine gelbe Karte für Abzug, wenn der Athlet zum Beispiel zu spät abgetaucht ist, oder eine rote Karte, wenn er dieses Oberflächenprotokoll nicht erreicht hat. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein Video von einer Athletin, die das Oberflächenprotokoll nicht erreicht. Also wir sehen, die Athletin kämpft auch hier schon recht stark gegen den Atemreiz an. Der Coach berührt sie, das ist auch nicht ganz ohne, denn der Coach sollte seine Hand wegnehmen, sobald die Atemwege über Wasser sind, darf der Athlet nicht mehr berührt werden. Er zieht sie aber rechtzeitig weg, die Schiedsrichter schauen sehr genau hin und die Athletin atmet, das ist sehr gut, dann macht sie die Maske weg, dann formt sie das Okay-Zeichen und dann erst kommt der Noseclip weg, das ist falsch. Sie hätte die zuerst Maske und Noseclip entfernen sollen, das Okay-Zeichen formen und dann sagen, I'm okay. Hier sehen wir auf der Seite von AIDA Deutschland als Beispiel, wie ein Oberflächenprotokoll auch laufen kann, ein kleines Video. Und hier sehen wir, der Athlet, der gibt das Okay-Zeichen und macht dann die Nasenklammer weg. Das ist zwar auch nicht korrekt, aber tatsächlich heißt es im Reglement, das Protokoll startet, sobald die Maske und Noseclip aus dem Gesicht entfernt wird. Das heißt, er kann vorher ein Okay-Zeichen geben, aber erst wenn er anfängt mit der Maske, dann muss er das Protokoll komplett durchziehen und das Ganze innerhalb von 15 Sekunden. Obwohl der es also auch nicht richtig gemacht hat, bekommt er die weiße Karte. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man wissen sollte. Wir machen in Freiburg immer so kleine Wettkämpfe. Der nächste ist am 27.10., wer da Lust hat, um unter offiziellem AIDA-Reglement einen kleinen Wettkampf zu bestreiten, um das Ganze zu lernen. Wer das alles wissen möchte, der ist gut beraten, auf der AIDA-deutschland.de Seite mal einen Blick drauf zu werfen. Hier findet ihr das Reglement. Alle Athleten, die mit dem Gedanke spielen, Wettkämpfe zu tauchen, die haben sich angewöhnt, dieses Protokoll in ein ganz normales Training mit einzufließen. Das heißt, es wird ein Automatismus, sie beenden jeden Tauchgang mit diesem Protokoll und sie müssen nicht mehr drüber nachdenken, denn das fällt in einem Wettkampf, wenn man an sein Limit gegangen ist, sehr schwer. Schaut mal rein in das Magazin. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, wenn ihr noch Fragen habt. Dankeschön.